Hallo und willkommen zum heutigen Let's Play Minecraft Town. Heute dabei ist der Daniel, der Krog. Hallo. Ah, Creeper. Dann der Sachsen ist dabei. Hallo. Und der Dorneblay ist dabei. Hi. Hallo. Und jetzt auf einen Klick den Advanced Solar Panels bestellen. So. Gott. Bin ich noch eine halbe Stunde dran gesessen. Du hast es ja auch. Ihr mal mit eurer Technik. Ich hab gerade mal fast meine ganze Technik abgebaut vorhin und dann. Hast du keinen Bock mehr, ne? Ja, nö. Erstmal was bauen wieder. Erstmal wieder richtig Minecraft spielen. Ja. Also für die, die sich jetzt gerade wundern, was ich mache hier diese Teile da. So, ich schau noch mal kurz wegen der Ping. Okay, die bleibt auf 30. Das ist... Ja. Oh, ist da hinten der Netz hier. Ja, guck mich an, sich bei Druckplatten. Die so genial. So, ist gerade dunkel, das ist sehr schön. So, oh, haben wir denn hier noch... Ich kann nicht ins Bett. Einen... Nee, du sollst doch nicht ins Bett. Das sind gerade auf einen Schlag drei Creeper gespawnt. Wo? Ich brauch einen. Ja, bei mir, wenn du über hier den Berg von Stefan und Fabio rüberfliegst, da auf der Wiese vor meinem Haus, da sind ganz viele Creeper. Warte, ja. Ich komme. Drei, vier. Gebäude. Drei sind auf dem Dings und... Lass, sprengen bloß meine Keimauer nicht auseinander. Nein. Der hängt... Einer hängt dann mit direkt zwischen. Oh, ein Enderman hockt auch noch rum. Ja. Ich bin so intelligent und vergesse natürlich die Landmarks für meine Query. Willst du schon wieder die Query stellen? Ah, warum denn nicht? Alter, also drei... Der vierte, da ist noch ein fünfter, ne? Alter, sag mal, sind die blöd? Uranium wird benötigt. Gut. Ich hab schon Terraformen betrieben, das müssen die Creeper nicht mehr machen. Ja, aber ich mach's gleich wieder ganz. Ein Advent ich hab genug RD, im Inventar. So, Creeper, jetzt hau mal aus meinem Schützengraben da ab, ich will da weiterbauen. Schützengraben? So. Ich zieh den da mal raus, ne? Jetzt kannst du sie haben. Also, jetzt braucht er die nicht mehr, nur toll. Also brauche ich... Nee, ich hab nur zwei Soulshots dabei gehabt. Na, kommt her, ihr Feiglinge, los! Na, Creeper, komm mal zu Fabio rüber. Komm. Kommt. Ja, da bei Fabio kommt. Kann man immer trollen. Kommt. Ja, ich glaube, der Weg ist weiß, so lange haben die keine Akku, oder? Muss erst mal gucken, ob das funktioniert noch. Oder zum Henning. Mal gucken, ob er die Tür auf hat. Ist klar. Ich weiß, was du machen kannst. Du könntest vielleicht hier, ne... Die Beast ist mir abgestürzt. Mhm. Komm wieder. Die Aufnahme kann... Yeah. So. Jetzt bin ich weg. Nimm mir eine Gravity Gun und setz dich bei Fabio oben hin. Das geht wohl immer noch nicht. Oder halt, das geht wohl nicht mehr. Was geht nicht? Die Soul Shards aufzuladen. Bitte was? Warum? Müsste eigentlich rein theoretisch funktionieren. Nee, da gab's mal die Möglichkeit, dass wenn du eine normale Soul Shard hast, dann kannst du einfach die in dem Amboss miteinander kombinieren und kriegst automatisch das nächsthöhere Tier. Ach so. Hä? Aber das macht er nicht. Bist du noch an deiner Monster? Bist du an deiner Monsterfarm am Plan oder was? Ja. Alle machen sich eine Monsterfarm. Deswegen. Aber war das nicht so, dass man von den Tieren ganz viele töten musste, um so ein Soulshard zu bekommen? Nee, es gibt auch die Möglichkeit, dass du die miteinander kombinierst. Also so habe ich das damals bei Ultimate zum Beispiel gemacht. Habe ich immer von einer Monstersorte immer einen gekillt mit so einem Soulshard in der Hand und automatisch hast du ja dann das Tier 0 mit dem Ding. Oder war das ein Crafting-Fenster? Ich weiß es nicht. Ich kenne das nur so, dass man hier die Seelen sammeln muss, ne? Von, ich weiß nicht. Das kenne ich auch. Damit irgendwie tausendmal das Viech töten oder hunderte Mal, keine Ahnung, wie das war. Ja, das ist aber... Dass man dann die unendlich viel spawnen konnte. Da gab's aber... Vorher Probleme mit dem Internet, jetzt Feed the Beast. Super. Mach Optifine raus und stürzt doch nicht ab. Bei mir, ich hatte es wirklich dreimal neu installiert und Optifine lag das. Ich weiß nicht warum. Das beißt sich irgendwie neuerdings mit meinem Spiel. Ja, das ist wahrscheinlich wegen der neuesten Version, denke ich mal. Ich habe aber bis zum Montag auch keine Probleme gehabt. Und seit Montag konnte ich nicht mehr. Ich auch nicht. Seit Montag konnte ich nicht mehr spielen, keine Ahnung warum.
Das war Montag mit einem Schlag, konnte ich nicht mehr spielen. Irgendein Fehler, so. Code, wie ich das gesehen habe. Ich kenne mich mit Java nicht so doll aus, aber irgendein... Oh, was war das? Irgendeine Schleife, wo er nicht drauf zugreifen konnte oder so, keine Ahnung. Achso. Irgendwas fehlt da. Ich weiß auch nicht, von welcher Mod das kommt. Das stand da nicht. Ja, aber es hat eigentlich nichts geupdatet. Oder wurde auf dem Server was geupdatet? Der Launcher hat sich nur aktualisiert. Achso. Der Launcher hat sich aktualisiert und deswegen wahrscheinlich. Achso, dass die quasi dann... Aber hier, die Modpacks soll ja bald auf 1.7, ne? Oder wie ich das gelesen habe. Irgendwas stand da ja, News. Der so Modpack sollte auf jeden Fall noch... Wird so auf jeden Fall noch geupdatet nochmal. Und dann kommt ja schon etwas neuere Version von VCBeast heraus. Hm. Wo ich eigentlich sehr drauf gespannt bin. Hm. Wieso? Auf das neue Modpack. Das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Dieses PAX East oder was? Mal gucken, weiß nicht. Wie heißt denn das nochmal? Weißt du das zufällig, was Chris? PAX East ist das mit der neuen Map, das ist nur so ein Test oder sowas in der... Nee, es kommt ein komplett neues rein, das soll nochmal größer werden, okay. Soll nochmal größer werden wie Monster. Ja, das wär's. Sag mal, müssen die ausgehen? Ah, der noch nicht. Ja, Monster habe ich alleine angefangen, aber das macht irgendwie alleine keinen Spaß. Ja, das geht mir bei Singleplayer-Projekten aber auch. Ja, aber ich spiele lieber in der Gruppe, das macht irgendwie viel mehr Fun. Mhm. Aber Minecraft kann man auch gut alleine spielen, wenn man irgendwas zu tun hat. Ja. Also nebenbei ein bisschen erzählen. Das schon, aber... Trotzdem ist es immer lustiger, wenn du in der Gruppe spielst. Macht dann deswegen immer ein bisschen die mehr Leute, Spaß. Die Leute, die haben auch Minecraft alleine über 1000 Folgen gespielt. Ja, das ist auch kein... ist ja auch kein Problem eigentlich, aber... Es macht da trotzdem in der Gruppe mehr Spaß. So sieht es aus. So, das ist natürlich jetzt... Oh, ich reiß meinen halben Boden hier schon natürlich wieder blöd, dass das jetzt nicht funktioniert. So, ich beginne dann, glaube ich, meine Aufnahme neu oder so, keine Ahnung. Das ist natürlich echt blöd, dass das nicht funktioniert. Ja, Donald, das glaube ich, das kannst du machen. Weil die 2 Minuten waren das. Nee. Wo ich eigentlich gar nichts gemacht habe. Ja, ich würde einfach in der nächsten Aufnahme dann wieder neu einsteigen. Oder so. Okay. Weil das ist jetzt Schwachsinn, wenn du jetzt nochmal anfängst, weil wir haben jetzt noch, keine Ahnung, so... Wenn überhaupt 10 Minuten, oder? Denke ich mal. Ja, kann hinkommen, glaube ich. So ungefähr. So. Och Mann. Hau ab. Blöde Kuh. Das wird arbeiten. Gibt es doch irgendwie eine andere Möglichkeit, außer Bone Meal hier im Gras hinzumachen überall? Also hier das Gras zu spawnen? Kannst du mit der Schere Gras abbauen? Ja, nee, da will ich ja nicht abbauen. Ich will das spawnen lassen, großflächig. Ne, wenn du einmal Gras da hast, ist Gras dann automatisch zu. Ja, das dauert ja viel zu lange. Warum? Der Server ist eh komplett online. Wenn du das jetzt machst, dann hast du... Echt? Ja, wohl ja genau, eigentlich schon, ja. Ne? Wenn ich jetzt zwischendurch mal ein paar Bomben hier klatschen, dann krass. Okay. Muss ich mal schauen. Ich hab keine Erde mehr. Ja. Was ist da los? Muss ich zu meiner Kiste keine oben? Erde? Was ist da los? Ich hatte keinen Cobblestone mehr. What? Ich hatte irgendwie, als ich wiedergekommen bin, weil mein Query vergessen habe, den Filter reinzuhauen, hatte ich 43.000 Cobblestone im Lager auf einmal. Die habe ich dann alle in Yu Yu Meta umgewandelt oder irgendwie so, keine Ahnung. Aber da ist gar nicht mehr so viel rausgekommen. War nur 2 Stacks oder so, ich habe keine Ahnung. Mach nur. Hat auf jeden Fall richtig viel gefressen. Ja, das glaube ich. Und Chris, willst du die Query wieder demnächst noch schneller machen? Ja. Geht nicht. Doch, geht. Ich habe es ausprobiert. Ich hatte hier im Singleplayer 64 Electrical Engines mit 8 hier Ultimate Hybrid Panels. Der ist fast so schnell, ein bisschen schneller als deiner gelaufen. Ja, also mir wurde gesagt, es geht noch schneller, indem du einfach noch ein Ding dazwischen hängst, noch eine, also vor die Query eine, wie heißt du, diese Red Energy Cell. Aha. Oh, ja. Aber noch schneller als flüssiges Durchlaufen die ganze Zeit. Es ist doch irgendwie... Ja, halt noch schnelleres flüssiges Durchlaufen. In so das Tempo, was ich hatte mit den 64 Engines, das war auch schon eben sehr heftig.
Ja, es ist halt schade, dass es keinen direkten Konverter zwischen EU und MJ gibt. Ja, das stimmt. Das wäre der Hammer eigentlich. Man könnte es direkt, ja, könnte es direkt konverten. Wäre natürlich auch richtig nice. Ja, dann klatscht schon nur eine Sache dazwischen und nicht hier tausende von Engines. Richtig, das wäre richtig. Natürlich... Das wäre auf jeden Fall... Ich bin immer noch am überlegen, wie ich mein Haus jetzt weiter hier drin ausbaue. Ich bin mir da noch nicht so ganz... Machst wie ich, such dir was anderes, damit du da nicht überlegen musst. Oder lass die Zuschauer entscheiden. Ja, das könnten sie eigentlich auch machen. So. Jetzt habe ich die Kaimauer hier schon mal so in Richtung Wasser gezogen. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie ich weiter bauen will. Die Kaimauer? Ja, es wird nicht so, schon eine Kaimauer. Okay, dann gehe ich noch ein bisschen XP farmen. Nächstes Tag. Ich vielleicht noch mal... Ach, diese Kackecken, das ist... Schwierig ist das. So. Also wie ich mich kenne, baue ich das sowieso noch 30 Mal um, also lasse ich das erstmal so. Oder ich mache das gerade, aber nee. So. Schwierig. Ah, hier passt es noch nicht ganz. Nee, ich lass das so. Von der Seite guckt sowieso keiner, weil da überall nur Wasser ist, aber nur damit das so ein bisschen schön aussieht. Na, ich bin gerade dabei, gerade meinen Weg hier gerade etwas zu zerbröseln. Wo will ich denn den Steg rausbauen? Eigentlich will ich erstmal meinen Zaun wegreißen. Daniel wollte einen Hafen bauen, hab ich gehört. Ja, so in der Art, ne? Weiß nicht. So eine Stadt auf dem Wasser. Ich muss mir das nochmal überlegen. Mal schauen. Denkst, ob so lange das Town-Projekt noch lebt, ist eine andere Sache dann. Klar. Locker. Mit Sicherheit. Du bist noch so viel zu machen, ne? Ja. Weil mit den Mitteln, die du hier hast, kannst du ja so schnell die Projekte realisieren. Weil ja, das stimmt. Wenn du irgendwie auch was Großes aus hier Stonebricks machen willst, schmeißt du einen Query an, lässt den Filter nicht durchlaufen, eilst automatisch das Lager durch. Ja. Und der Server läuft ja die ganze Zeit, ja. Also. Dann kannst du in den Aufnahmen bauen. Dann wird's auch nicht langweilig. Nö, ne, das sowieso nicht. Nö, das ist ja manchmal halt auch so gesehen so eine Sache. Also ich habe auch noch so viel zu tun, also ich bin... Ich möchte gerne den Eingangsbereich noch ein bisschen anders machen, das wissen wir noch nicht so. Ja, ich habe meinen Eingangsbereich, ja, bin ich ja gerade dabei, gerade anders zu machen. Ich habe sogar schon die erste Idee. 1, 2, 3, 4... Ah, da siehst du, läuft doch schon. Erstmal kurz vor die Tür gestellt, mal geguckt. Jetzt kommt's. Dann hauen wir raus deine Idee. So. wie heißt das Ding? So. Genau. Stone Rod, Sticks und Diamond. Wieso sei eigentlich meine Suche jetzt, das ist hier unten so komisch? Ich konnte die ganze Zeit suchen, ohne dass es... Ja, wenn ich jetzt hier unten in die Suche was eingebe, dann sucht er automatisch auch in meinem Inventar. Mhm. Ja. Echt? Toll. Alter, Donne! Donne? Donne, was hast du angestellt? Wo ist Donne überhaupt? Der ist gar nicht da, oder? Der ist heute auch... Doch. Donne ist da. Da redet man nicht. Was ist? Ein ganz mysteriöser. Was machst du? Was benutzt du? Er schaut mir zu, wie ich hier gerade die Redstone-Lampen verbinde alle. Mit einem Tageslichtsensor. Ah. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, diesen Zaun über den Berg rüberzubauen? Das sieht so schäbig aus, ey, wie der Zaun am Berg längs läuft. Du weißt, wer das war, ne? Ja. Der gute Henning, weißt du doch. Ja, aber nicht selber. Das war hier mit hier, wie heißt das noch? Dass er den Zaun automatisch setzt, wie heißt das? Ich habe keine Ahnung. Oh. Hey, wie krieg ich mit der Säge Pfeile? Pfeile. Keine Pfeile. Pfeile.
Du machst dir hier hier die Säge rechts oder links hin und dann daneben. Ja, genau, daneben legen. Ah, jetzt. Also ja, erstmal Slaps machen und dann kriegst du, genau. Okay. Ja, ich hab mit dem Microblocks noch nicht so viel gearbeitet, deswegen. Mit Microblocks arbeiten ist das. Ja, das schon, geil. Aber ich habe halt noch nicht viel damit gemacht, deswegen. So. Hab ich noch ein paar Knochen oder so? Sonst muss ich gleich mal ein bisschen auf die Jagd. Alter, ich habe ja meinen Eingang richtig geil sogar gebaut. Mein Eingang passt ja genau mit meinem Eingangstor zusammen. Bone Meal. Was habe ich denn? Bones. Cool, das passt ja genau mit meinem Eingangstor zusammen. Bones. Yeah. Nee, das schaut scheiße aus. Cool, das passt. Das sieht doof aus. Ja, das muss mir halt auch gefallen. Das ist halt immer die ganze Spur. Jetzt mache ich mir hier so ein paar Spots mit Bone Meal hin. Aber erstmal brauche ich den Weg, nicht, dass ich da das Gras wieder auseinanderreißen muss. Also wo will ich denn hier einen Weg abführen? Abführen. Das ist jetzt schwierig. So. Denk mal hier. Kann ich da noch drüber springen? Ja. Gut. Erstmal die Lage fallen, dass man da wenigstens auch noch drüber springen kann, sonst ist es doof. Ich sollte mir vielleicht auch ein bisschen Gravel mitnehmen, wenn ich sowas bauen will. Ja. Wäre schlau. Und später sieht man es dann halt noch, wie der Croc hier einfach eine riesengroße Stadt baut hier. Gar nicht übertrieben. Wir müssen hier auch was bieten, ne? Also, richtig. Schön. Ah. Na, verdammt, wieder falsch hingelegt. Mehr mit den Microblocks ab und zu mal, ne? Ja, das ist so, der Trick ist eigentlich daran, du hast ja so gesehen dieses Viereck, so gesehen Kasten. Hm. Darauf muss man ja halt achten, was. So, Creeper, du darfst zuerst sterben. Ja, sieht aus wie so ein... So, treten sie näher, liebe Mobs, ich töte sie alle. Immer nach der Reihe, danke. Tageslichter, sonst spackt rum. Ach, ich hasse gerade Wege, ey, das... Ich hasse gerade Kurven. Bauen. Genau. Gerade Kurven gehen gar nicht. No. Ich glaube, den Tageslichter setze ich zum Schluss. Wollte man, glaube ich, sowieso machen. Den Tageslichter noch zum Schluss setzen. Wäre schlau. Ja, weil... Sonst... Nicht gut. Sonst nicht gut. Sonst nicht gut. Nicht gut. Hey, hier. Ja, nix gut. Nix gut. Nix gut. Sonst nix gut. Oh. Oh, sonst hat man hier auch mal so eine Scheiße. Okay, hier muss es jetzt mal gerade laufen. Ich habe hier jetzt keinen Bock, die ganze Zeit hier hin und her zu führen. Aber ich könnte das auch so schräg abmachen. Ja, genau. Gute Idee. Aber ich muss erstmal hier wieder ein paar Monster verarzten. Treten Sie näher. Aber bitte der Reihe nach. Nicht alle auf einmal. Sie kommen alle dran. Auf einmal, bitte. Einmal bitte alle auf einmal. Ja, das ist immer cool, wenn eins den anderen aus den anschießt, dann greift das andere automatisch den an. Idioten. Und tschüss. Und sie auch noch? Sie wollen auch noch? Ja, lassen Sie ruhig ein paar Bones da. Die kann ich gut gebrauchen gerade. Wer will nochmal? Nur ein Drochen geknoppt. Ein Drochen. So. Ah, wieder falsch gebaut. Leck mich doch, blöder Glowstone. Baue ich hier so schräg rüber. Das geht so. Das alles bei dir. Bei dir ein bisschen Level farmen. Warte, du willst Level farmen? Wo? Mein hier Gott. Unten. Wo kein Licht noch ein Skelett. Oh. Du machen. Kann ich da irgendwie auch zu den Lohn rein? Würde ich nicht empfehlen. Wohin? Loren? Ich habe einen Lohnspawner.
Was ist denn das? Hast du einfach im Nether geklaut, wa? Ja. Mit der Forstbench kannst du die abbauen, die Spawner. Lol. Das ist mit welcher? Mit einer Forstbench. Echt? Kannst du zum Beispiel alle Spawner abbauen und eine riesengroße Mob-Arena bauen. Boah, muss ich mal auf Suche gehen. Da stimmt der Bauer mit. Nein, ich habe ihm gesagt, er soll kommen. Ich glaube, ein Schwein. Hallo. Nabend. Nabend. Schrei doch nicht gleich rum, erstmal Hallo sagen, ja? Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber es ist Townaufgabe. Nee. Ich weiß. Ich habe das extra gemacht. Ich habe extra gesagt, ich stürme jetzt die Townfolge. Außerdem sind wir eh am Ende. Ja, wir sind sogar schon das Ende drüber rausgeschossen. Gras planten, dann können wir aufhören. Außerdem brauche ich sowieso erstmal Batterien für meine Tastatur, ich bin gleich wieder da. Und wir beenden den Party so langsam. Ja, schaut bei allen vorbei, ne? Lasst einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat und so. Abonniert alle Kanäle. Bis gleich. Der wieder hier. Jo, dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Gras wachse. Schaut auch mal bei den anderen vorbei. Genau, so sieht's aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Genau. Bis dahin, ciao. Ciao. Tschüss.